Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Serie von GTA 5 und zwar nennt sich diese GTA 5 Serie GTA 5 Most Wanted. Ja, und zwar werden wir immer dieselbe Strecke zum Mount Chiliad hoch von genau diesen Los Santos Customs mit ja ganz vielen Fahrzeugen, die immer aufgetunt sind voll und ja. Wir gehen einfach alle Autos durch, die man jetzt hier im Netz kaufen kann im Spiel. Und ja, Leute, ich will nicht lange quatschen. Legen wir los. Wir müssen 3 Sterne jedes Mal erzeugen. Also quasi nicht erzeugen, also quasi nur ein bisschen Action machen, damit wir 3 Sterne bekommen. Und dann müssen wir, ja, versuchen, diese Strecke zu überleben. Wenn das zu leicht wird, dann müssen wir 4 Sterne machen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall hier in diesem Part werde ich erstmal 3 Sterne machen. Und wenn das zu leicht ist, dann werde ich im nächsten Part 4 Sterne herausfordern erstmal. Okay, dann legen wir los. Brauche ich erstmal was zum Schießen. Wo ist denn hier das Bullenrevier? Ist doch irgendwo im Bullenrevier. Ich mache mal gerade den Spielsound leiser. Sonst hört man den ja. So, ist hier so ein dreckiger Bulle. 3 Sterne, okay, wir können loslegen. Ja. Versuchen wir mal mit 3 Sternen das Ganze hier zu meistern. Und ja, wir dürfen die Bullen nicht verlieren, also die müssen schon immer da bleiben, aber ich denke, die werden wir so schnell nicht verlieren, oder? Blödsinn, dafür spawnen, das wird so krass, oder? Fuck. Ja, und zwar, na gut, 3 Sterne ist jetzt vielleicht jetzt mit der Karre schwerer als mit einer anderen. Ja, gut. Ich weiß es nicht, ich denke mit dem Zentron wird das Ganze leicht, aber wenn wir noch ein geileres anderes Auto haben, was irgendwie mehr Power hat zu SUVs. Aber ja gut, das ist das erste Auto. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese Serie kriegen werde. Mal gucken. Einfach mal abwarten. Nein, obwohl ich denke. Alle 10 Tage oder keine Ahnung. Ach komm, wie ich gerade Bock habe und Zeit und Lust. Weil ich bin ja jetzt mit der Story von GTA 5 fertig. Also ihr werdet noch lange GTA sehen, weil ich für 3 Monate locker noch vorproduziert habe. Die Story. Aber naja. Über wenn ich halt mal Lust und Bock habe, werde ich so ein Video machen für euch. Mit Headset übrigens. Das ist das Neue an dieser Serie. Das war bis jetzt auch erstmal die einzigste Serie. Ich versuche jetzt. Ja. Ich muss auf der PlayStation alle Serien, die ich neu anfange, mit Headset aufzunehmen. Und ja, ich versuche auf jeden Fall, irgendwann wollen wir ja alles mal mit Headset aufnehmen. Und ja, ich muss halt gucken, dass ich das hinkriege, weil im PC, also ich habe ja keine richtigen Aufnahmeprogramme, ich bin hier mit der ganzen normalen PlayStation-Funktion aufgebaut. Ja. Naja. Das war so ein bisschen lasch. Naja, egal. Wir versuchen jetzt hier zu entkommen. Nicht zu entkommen. Zu uns bringen. Viel zu kommen. Das wird bestimmt am Mount Chiliad richtig geil mit den Bullen. Ja, und wir dürfen uns nicht wehren. Habe ich jetzt einfach ausgedacht. Müssen einfach nur fahren. Die Karre lässt die Scheiße fahren. Merke ich gerade. Und wir dürfen nicht abkürzen. Das auch nicht. Wir müssen exakt ganz normal die Straße fahren. Ja, Radfahren ist gefährlich. Passiert schon mal, dass man überfahren wird.
Okay, das ist gerade ganz heim ausgegangen. Über 5 Minuten nehmen wir schon auf. Ich habe gerade gedacht, ist der Motor aus oder was? Aber ich hoffe, der lebt noch lange. Wir haben es ja eigentlich schon fast geschafft. Alter, die Karre ist echt scheiße. Aber gut, es ist Most Wanted. Ich soll ja auch ein bisschen Herausforderung sein. Nein, ist das gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, 3 Sterne sind hier zu leicht, zu schwer. Das passt sogar. Mehr oder weniger. Wow, wow, wow. Alter. Die Bullen, ne? Das geht echt nicht schlecht ab. Nein, nein, nein. Boah, sind die Bullen behindert. Alter. Runter von dieser Scheißbrücke. Das ist ja richtig schlimm. So Leute, ich hoffe, der Sound ist jetzt so leise, dass man ihn nicht mehr im Headset hört. Das sehen wir einfach. Oh, jetzt haben die uns. Oder? Naja, kein Ding. Aber ich finde das eigentlich doch eine gute Anzahl. Zumindest für die Karre. Oh, oh, oh. Alter. Die Karre, ne? Die ist ja richtig schlimm. Ich hoffe, wir haben ja schon ein geiles Auto in der ersten Folge. Das geht schon gut ab mit der Karre. Bin mir auf den Part jetzt hier mit dem Mauschild gespannt. Dispatch, Perp located. In pursuit. Alter, die Bullen! So. Die Bullen einfach, wenn sie so asozial. Alter, Alter, Alter. Oh, yo! Wow, wow. Das ist eine geile Zeit, gerade wenn die da von da runter kommen. Boah. Ich denke, hoffe, wir kommen mit allen Fahrzeugen, die ich noch in dem Ort haben werde, hier immer hoch. Ich denke, gut, wenn die so gepimpt sind, sollte das eigentlich kein Problem sein. Erik, eine krasse Herausforderung. Wenn ich hier ohne Pimpen machen würde, dann ist das so ein bisschen übel. Jetzt geht's! Gott, scheiße, nein! Gas. Alter. So, ich dachte, ich muss weniger Gas geben. Ja, jetzt, genau. Wenn man ein bisschen vom Gas geht, dann geht's wieder. Okay. Hab schon gedacht. Und die Zeit ist jetzt auch leider schon rum, aber diese Wechsel jetzt ein bisschen da oben sind. Weil jetzt in 3, 2, 1, jetzt klingelt der Wecker. Ja. Halt Maul.
Der Part geht jetzt noch ein bisschen. Überziehen wir einfach mal ein paar Minuten. Ja, also eine Minute überziehen wir jetzt oder zwei. Oder anderthalb. Ist einfach da. Ich denke, mit den anderen Fahrzeugen werden wir auch besser da hochkommen. Das geht echt leichter, wenn man langsam anfährt. Sonst geht das gar nicht, wenn man Vollgas auffährt. Das ist ja der Heli. Aber ich denke, wie ich gerade bei 3 Sternen, zumindest mit der Karre, war ich jetzt hier gut genug. Boah. Alter, die Karre. Die ist einfach nur scheiße. Für sowas. Nein, 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 nein. Fuck. 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 Nein, nein, nein. Wenn wir die Sterne verloren haben, dann ist die Serie auch rum. Fuck, ich muss die Sterne unbedingt wieder bekommen. Fuck. Ich verliere die Bullen. Okay, Leute, das war's. Wir haben verloren. Wir müssen nämlich das Ziel erreichen mit Bullen. Okay, dann der erste Part ist schon mal gescheitert. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich mal ein Like freuen. Und ich bin raus. Ciao, Leute.